Wir kennen auf der Erde drei große Finsternisse, bei denen Erde, Sonne und Mond beteiligt sind. Es sind dies die Nacht, die Polarnacht und die Sonnenfinsternis. Sofern das Wetter mitspielt, können wir am 25. Oktober 2022 eine Sonnenfinsternis beobachten. Island ist der Ausgangspunkt. Noch herrscht Nacht über der Insel, aber das Licht der Dämmerung kündigt den neuen Tag bereits an. Der 25. Oktober 2022 ist angebrochen. Kurze Zeit später zeigt die Sonne am oberen Rand eine Delle. Der Mond schiebt sich Stück für Stück vor die Sonne. Der Mond schafft es allerdings nicht, die Sonne vollständig zu verdunkeln. Es handelt sich um eine partielle Sonnenfinsternis. Fulda in Deutschland liegt auf der Reiseroute der Sonnenfinsternis. Hier liegt der Grad der Bedeckung gegen 11.11 Uhr bei 25%. Manche Einwohner werden die Finsternis nicht einmal bemerken. Würde sich eine Wolke vor die Sonne schieben, der Effekt wäre derselbe. Die Sonnenfinsternis zieht weiter und erreicht in Russland östlich des Ural im westsibirischen Tiefland ihr Maximum. Die Schattenbahn nimmt jetzt Kurs Richtung Südost und trifft zuletzt auf die Westküste Indiens. Mit dem Sonnenuntergang endet die Reise der Sonnenfinsternis. Zum Schluss ein Warnhinweis. Schaue niemals mit ungeschützten Augen in die Sonne. Deine Augen könnten dauerhaft geschädigt werden.